Ja, herzlich willkommen zum digitalen Elternabend der Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Mein Name ist Carsten Neumann. Ich bin der Leiter des Projektbüros von Schau hin. Vielleicht ein paar Worte noch zu Schau hin. Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Die Initiative gibt es jetzt seit mittlerweile 15 Jahren. Sie wird getragen vom Bundesfamilienministerium, ARD, ZDF und der Programmzeitschrift TV Spielfilm im Kern. Wir schauen Eltern und Erziehende dabei unterstützen, die Mediennutzung ihrer Kinder aktiv zu begleiten. Und aktiv wollen wir heute Abend auch werden. Ich möchte Ihnen zwei weitere Referenten vorstellen. Das ist einmal Irene Schulz. Irene Schulz arbeitet für Schauhin als Mediencoach, ist promovierte Medienpädagogin mit den Schwerpunkten soziale Netzwerke, YouTube, aber auch Online- und Computerspiele. Und hier neben mir, denn das Thema unseres heutigen Abends ist Computerspielsucht, Andreas Niddestich, Experte vom Präventionsprojekt Digital voll normal der Caritas in Berlin und im Rahmen seiner Arbeit immer wieder auch mit Suchtphänomenen bei Jugendlichen beim Thema Computer konfrontiert. Und er wird uns nachher einiges noch aus seiner Arbeit erzählen und auch zeigen. Vielleicht eine organisatorische Frage noch vorab. Schreiben Sie uns gerne jetzt, während wir hier miteinander sprechen, schreiben Sie uns gerne im Chat diese Fragen, werden wir dann später in der offenen Fragerunde sehr gerne beantworten. Diese Sendung wird aufgezeichnet, wir brauchen circa eine Woche, dann wird diese Sendung bei YouTube zur Verfügung gestellt und die Präsentation, die Sie jetzt gleich sehen, wird dann im Download-Bereich auch zur Verfügung gestellt. Wenn ich nochmal ganz kurz die Agenda vorstellen kann, es wird gleich eine Präsentation geben, das werden Andreas Niggestich und Irene Schulz machen zur Faszination von Computerspielen. Es wird Tipps geben, wo Schau hin oder die Schau hin entwickelt hat, um mit diesem Thema besser umzugehen. Dann gibt es ein paar Links, die Sie sich angucken können. Und danach geht es in eine offene Fragerunde. Fragen, die Sie uns stellen, Fragen, die wir aber auch in unserer täglichen Arbeit im Projektbüro zu diesem Thema Computerspielsucht bekommen, werden wir dann versuchen zu beantworten. Fangen wir vielleicht einmal an, noch Übergang jetzt eigentlich zum Thema Computerspielsucht. Es ist ja so, die tägliche Online-Nutzung bei Jugendlichen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Sie ist sicherlich nicht weniger geworden, aber damit möchte ich an Andreas Niddestich übergeben. Wie sieht eigentlich die tägliche Online-Nutzung heute aus? Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, die tägliche Online-Nutzung von Jugendlichen, das wird die Eltern heute wenig wundern, ist in den letzten Jahren natürlich stark nach oben gegangen mit dem Steigen des Angebots auch mit den Smartphones. Die GIMS-Studie spricht da heute von 221 Minuten. Das hat sich in den letzten paar Jahren verdoppelt, kann man sagen. Und das ist eine Selbsteinschätzung unter der Woche. Also da geht ein ziemlich hoher Teil der Freizeit für diese Beschäftigung drauf. Am Wochenende geht das nochmal gewaltig in die Höhe. Es gibt nicht wenige Jugendliche, die sagen, sie hätten das ganze Wochenende durchgezockt, was durchaus mal vorkommen kann, aber sollte eben nicht die Regel werden. Genau. Wichtig ist auch nochmal drauf zu schauen, dass Mädchen und Jungen das Internet auch anders nutzen, in der Regel jedenfalls. Das sind der zweite und der dritte Balken dieser Grafik. Wenn man sich den mal genau anschaut, stellt man fest, die Mädchen haben ein frühes Einstiegsalter in soziale Netzwerke und verbringen sehr viel Zeit damit. Spiele machen die nur eher am Rande. Bei den Jungs, die benutzen auch die sozialen Netzwerke, aber sie benutzen eben auch einen ganzen Stapel an Spielen, meistens online, weil die Jungs zum einen auch Computerspiele als eine Form von sozialem Netzwerk verstehen. Das heißt, da wird untereinander ausgetauscht, da passiert soziale Interaktion und die Jungs auch wahrscheinlich das höhere Bedürfnis haben, sich gegenseitig mal zu zeigen, wer denn der Schnellere oder wer der Stärkere ist. Dann gibt es ganz unterschiedliche Spieleplattformen, auf denen gespielt wird. Weihnachten ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da
das ein oder andere Gerät, was wir sehen, auf den Wunschzetteln steht. Fängt an bei dem klassischen Stand-PC oben links, die iPads, die in den letzten Jahren oder die Tablets, die in den letzten Jahren halt einfach zugenommen haben in den Haushalten, über die Konsolen, klassisch Xbox und PlayStation, Nintendo bis hin zu den Smartphones. Das sind alles Online-Geräte. In dem Augenblick, wo diese Geräte mit dem Internet verbunden sind, und da sind sie alle, sind sie eben kein harmloses Spielzeug mehr. Und das ist auch eine Sache, die man beachten muss, wenn das tatsächlich auf dem Wunschzettel draufsteht. Auf den Geräten werden ganz unterschiedliche Spielarten gespielt. Man spricht da von Spielgenres. Einer der bekanntesten Vertreter sind zum Beispiel die sogenannten MMORPGs. Das müssen Sie sich nicht merken, aber es ist vielleicht ganz gut, mal gehört zu haben. Das sind die sogenannten Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, die sogenannten Online-Rollenspiele, die Ego-Shooter oder Shooter-Spiele, auch Ballerspiele in den Medien häufig genannt, und die sogenannten MOBAs, Multiplayer Online Battle Arenas. Das jetzt hier im Einzelnen zu erklären, wie die funktionieren, das führt, glaube ich, an der Stelle zu weit, aber mein Tipp ist, beschäftigen Sie sich mal damit und schauen mal, wie diese einzelnen Spiele funktionieren. Ein paar Hinweise: Die Spielewelt verändert sich gerade. Ich gehe zum Mediamarkt oder zu anderen Anbietern und kaufe mir ein Spiel auf DVD hin, ich lade mir das runter. Und häufig ist es so, dass viele Spiele kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und wenn ich aber erfolgreich sein möchte in diesem Spiel, muss ich kleinere Beträge investieren und kann mir dann vielleicht ein neues Schwert kaufen, ein neues Schild, eine neue Rüstung, was auch immer. Oder ich muss das eben frei spielen. Also entweder muss ich Zeit investieren oder Geld. Man spricht da von sogenannten Micropayments oder Mikrotransaktionen. Das kann sich durchaus mal in ziemlich hohe Summen zusammenfassen. Also ich habe nicht selten Jugendliche, die von 50 bis 250 Euro normal finden, auch in ein Spiel investiert zu haben. Anderer Punkt ist, dass viele Spiele mittlerweile auch Glücksspielelemente drin haben, die sogenannten Lootboxen. Das kennt von früher noch diese Art Panini-Karten. Ich kaufe mir was, ich weiß nicht, was drin ist. Entweder ist in diesen Lootboxen eben virtuelle Gegenstände, die mich weiterbringen im Spiel, oder es ist relativ sinnlos. Das weiß ich vorher nicht. Also es hat schon gewisse Glücksspielelemente. Ist jetzt nicht grundsätzlich was Schlimmes, aber man sollte dann auch drauf achten. Zweites Thema, was heute gerade in der Jugendkultur wichtig ist, es kann sein, dass Ihr Kind, Ihr Jugendlicher irgendwann mal ankommt und sagt, ach, keine Lust mehr auf Schule, ich werde jetzt E-Sportler. Das ist die, das ist eine aktuelle Entwicklung, die wir in den letzten Jahren beobachten, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, mit Computerspielen auch Geld zu verdienen. Sei es als Streamer über die Plattform Twitch oder eben als E-Sportler. Das heißt, dass ich mich in einem Team tatsächlich mit anderen messe und dort Preisgelder schon auch in Millionenhöhe ausgegeben werden. Das ist natürlich für viele Jugendliche unglaublich reizvoll, mit Computerspielen auch noch Geld zu verdienen. Da immer mal auch zu hinterfragen, die Leute, die das machen, die machen das aus beruflichen Gründen, die machen das, haben einen sehr strikten, geplanten, getakteten Zeitplan, die müssen ins Fitnessstudio gehen und die brauchen alle einen Schulabschluss. Also ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Ich komme gleich nochmal zu dem Thema Sucht, was das eigentlich heißt, weil ich finde, man muss vorher erstmal über Grundbedürfnisse sprechen. Und auch über Jugendkultur und um es mal zusammenzufassen, Computerspiele haben eine hohe Faszination für die meisten Jugendlichen, weil sie eben einfach neugierig sind, was ja auch gut ist. Das heißt, sie können noch Spannung und Abenteuer erleben. Der Unterschied zu einem Fernsehfilm zum Beispiel ist, dass ich dort eingreifen kann. Das heißt, ich kann interaktiv werden, ich kann was bewirken, ich fühle mich selbstwirksam, ich fühle mich machtvoll. Es geht viel um Anerkennung und Erfolg. Erfolgserlebnisse, die Spiele belohnen in der Regel in einem sehr hohen Maße und sind klar und einfach strukturiert. Ich weiß, was ich zu tun habe. Es geht um gemeinsames Spielen und miteinander messen, genauso wie mit den Spielen von Wunschidentitäten, nur um mal ein paar zu nennen. Das zweite Thema, was uns natürlich beschäftigt, ist das Thema soziale Netzwerke.
Auch da glaube ich, dass das jetzt auch nichts Neues ist von den Bedürfnissen her, weil wenn ich früher mit meinen Freunden in Kontakt gestanden hätte oder die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich das gemacht, 24 Stunden lang am Tag, um auch Bilder zu teilen, um meinen Freunden und Bekannten mitzuteilen, wie es mir gerade geht, was ich gerade tue. Und die Rückmeldung, die ich dafür bekomme, ist eine Form von sozialer Anerkennung. Also wenn ich ein Like bekomme, dann freue ich mich erstmal natürlich darüber. Mittlerweile ist es auch so, dass Sachen wie WhatsApp oder andere Messenger ja, schon auch wichtig sind für die Teilhabe im realen Leben. Also wenn ich das nicht habe, dann habe ich als Jugendlicher spätestens definitiv ein Problem. Was ich Ihnen dann mitgeben möchte, ist, dass die Medien zwar manchmal das Gefühl haben, dass die unglaublich nicht überrollen, weil ständig kommt irgendwas Neues raus. Ja, das ist so. Medien verändern sich radikal und immer schneller. Aber es ist vielleicht ein bisschen beruhigend zu wissen, dass das Bedürfnis, was dahinter steckt, sich nicht verändert. Das heißt, ich möchte natürlich soziale Bedürfnisse abgedeckt haben. In Form von Anerkennung auch. Ich möchte Wertschätzung bekommen, ich möchte mich selbst irgendwo verwirklichen. Das besetzen die Medien natürlich oder das Smartphone in besonderem Maße auf Knopfdruck. Das heißt, wir als Eltern müssen schauen, dass diese Bedürfnisse eben auch in anderen Lebensbereichen gut abgedeckt werden. Hat mein Kind auch noch die Möglichkeit, anderweitig Wertschätzung und Erfolgserlebnisse zu erfahren? Hat es andere Möglichkeiten, Spaß zu haben? Außerhalb der virtuellen Welt. Und sich das immer wieder zu verdeutlichen, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir uns Medienerziehung anschauen. Ein paar Gefahren, da müssen wir darüber Bescheid wissen. Ich glaube, das Thema Mediensucht, was da im Zentrum steht, ist ja auch unser Thema. Und Schauhin wird sich da ja auch um ganz viele andere Themen kümmern. Deswegen würde ich da mal weitergehen. Also die Medien durchaus nutzen, das machen die Erwachsenen ja auch. Ja, also die meisten Eltern haben auch ein Smartphone und können da auch schlecht drauf verzichten. Insofern immer drauf zu gucken, was sind denn auch die Chancen auch hinter den Medien, um sich mal die Gefahren anzuschauen. Eine Gefahr ist natürlich die Mediensucht. Und da wäre halt interessant zu wissen, was das eigentlich ist. Es wird in den Medien ganz viel über Smartphone-Sucht oder Handy-Abhängigkeit oder Playstation-Sucht gesprochen. Interessanterweise ist dieser Begriff noch gar nicht feststehend. Und ich wäre damit auch sehr vorsichtig, den auch anzuwenden, weil wenn wir mal die nächste Folie anschauen, bitte. Ja, gleich die übernächste. Ja, danke. Werden wir feststellen, dass Sucht mehr ist als die reine Nutzungsdauer. Also wenn mein Kind 2 Stunden mal abtaucht, wirklich intensiv sich beschäftigt, ist es dann schon süchtig, wäre ich vorsichtig. Also momentan ist es so, dass wir davon ausgehen, dass es 9 Kriterien gibt, die da wären eine gedankliche Vereinnahmung, das heißt, ich kann an gar nichts anderes mehr denken, ich kriege Entzugserscheinungen, ich habe eine Toleranzentwicklung, was die Dauer betrifft, das heißt, ich benutze immer mehr, kann nicht mehr aufhören, ich habe einen Kontrollverlust, ich mache weiter, obwohl ich negative Konsequenzen davon trage. Verhaltensbezogene Vereinnahmung heißt, mein Freizeitverhalten wird immer eingleisiger, ich habe gar keine Auswahl mehr und ich benutze das Spielen, damit es mir besser geht, damit ich auch schwierige und negative Gefühle aus meinem Leben verdrängen kann. Dissimulation heißt, ich spiele das Ganze runter und fange an zu lügen und habe dann letzten Endes tatsächlich auch Gefährdung und Verluste, also gesundheitliche Schwierigkeiten. Ich habe soziale Isolation, die dann folgt. Und von diesen 9 Kriterien müssten 5 zutreffen, um diese Diagnose zu stellen. Und das Ganze in einem Zeitraum von einem Jahr. Das ist für viele Eltern erstmal eine Beruhigung, weil allein die Dauer macht das nicht. Ja? Das wäre nochmal wichtig zu sagen. Das verändert sich auch gerade. Das heißt, dass wir in den nächsten Jahren das tatsächlich auch als ein Krankheits-, als Störungsbild zu sehen. Aber wie gesagt, ich wäre vorsichtig, meinem 14-jährigen Kind diesen Stempel der Sucht aufzudrücken. Das müssen wir ein gutes Auge drauf haben, weil vieles hat auch mit Pubertät zu tun. Einfach. Also da ist der Unterschied auch zu einem exzessiven Spielen. Ja, also diese Phase gibt es, die haben wir alle gehabt als Jugendliche, weil wir da auch an Grenzen gehen.
Bitte da aufpassen und das nicht verwechseln, wenn mein Kind mal 2 Wochen permanent an die Decke geht und nicht mehr richtig ansprechbar ist, dann heißt es noch jedenfalls nicht, dass es süchtig ist, sondern dann muss ich ihm als Eltern ganz besonders stark sein in dieser Phase. Wenn ich einmal ganz kurz fragen darf, das fand ich interessant. Gibt es denn bei diesen Kriterien, die wichtiger sind als andere, wenn zum Beispiel ein Kriterium Serie Kontrollverlust, Entzugserscheinen? Mhm. Gibt es da eine Gewichtung, wo man vielleicht besonders drauf aufpassen sollte, wenn man diesen Eindruck hat? Also ich sage immer, eine gute Frage, weil wir sprechen ja hier von Kindern und Jugendlichen. Und da ist es wichtig, verhaltensbezogene Vereinnahmung. Also das heißt mit anderen Worten, solange andere Lebensbereiche nicht unmittelbar beeinträchtigt werden durch das Spielen, das heißt, geht mein Kind noch zum Sportverein, lernt es noch ein Instrument und hat da Spaß daran, funktioniert die Schule einigermaßen, dann wäre das ein wichtiger Faktor dafür. Das heißt, wenn das immer eingegrenzter wird, dann wäre es ein Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn das nicht zutrifft, dann kann man vielleicht erstmal noch mal kurz durchatmen. Genau. Das vielleicht als letzter Beitrag noch von meiner Seite ist das sogenannte Suchtdreieck, weil wer die Spiele kennt, der wird feststellen, dass viele ein hohes Suchtpotenzial haben. Könnte man jetzt sagen, die sind daran schuld, dass mein Kind nur versackt hinterm Computer. Ganz so einfach ist es leider nicht, sondern es spielt immer noch eine Rolle, inwiefern ich mit meiner Persönlichkeit denn gestrickt bin und in welchen familiären, freundschaftlichen Umfeld ich aufwachse. Das heißt also, wenn ich eher zurückhaltend und vorsichtig bin und auf ein Spiel treffe, wo ich innerhalb von kürzester Zeit nicht diese Barrieren habe und ganz viele soziale Kontakte aufbauen kann und vielleicht sogar der Gildenchef sein kann und zusätzlich eben in einem familiären Kontext aufwachse, wo es wenig Regulation gibt, wenig Regeln, keine positiven Vorbilder, dann habe ich natürlich ein erhöhtes Risiko. Je jünger die Kinder sind, desto größer ist natürlich dieser grüne Bereich. Und da ist ein unglaublicher Übergang auch an Frau Schulz, wenn ich das mal so einleiten darf. Ja, vielen Dank. Soll ich schon gleich? Da haben wir nochmal die Problematik geschildert. Zum Teil habe ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht, man ist ja als Vater, als Mutter, geht es ja sehr schnell, dass man denkt, wenn mein Kind 2 Wochen spielt, ist es schon sozusagen im Suchtkreis gefangen, vielleicht auch ganz gut, da auch mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber ja, sehr gerne nochmal Sie als Schau-in-Mediencoach. Mit Ihren Erfahrungen und auch mit Ihren Empfehlungen, die Sie Eltern und Erziehenden geben. Genau. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass das ein ganz spannendes und wichtiges Feld ist für Kinder und Jugendliche, was einen zentralen Bereich in deren Lebenswelt auch ausmacht, was viele Anknüpfungspunkte bietet und auch Potenziale hat. Und wichtig ist ja uns auch von Schau hin, die Herausforderungen gering zu halten, die Risiken gering zu halten und vor allem das, was das Positive an diesen Spielen auch ist, zu stärken. Und vor diesem Hintergrund habe ich jetzt mal hier ein paar Tipps zusammengetragen. Die sind hier einmal aufgelistet, 10 Stück, und ich würde da jetzt nochmal einzeln drauf eingehen und jeweils ein paar Punkte dazu sagen. Genau, da können wir gleich mal zu den ersten 2 Punkten übergehen. Das betrifft auch einen Bereich, die erste Frage oder das erste Statement von uns, nicht zu früh beginnen, ist was uns auch oft bei den Elternfragen begegnet, nämlich ab wann ist es denn okay, dass Kinder sich für Computerspiele nicht nur interessieren, sondern dass man sie tatsächlich auch spielen lässt. Und wie bei allen medialen Erfahrungen und so auch bei den Computerspielen sagen wir und empfehlen wir, dass es wichtig ist, dass für die Kleinen, also bis 5 Jahre, die tatsächlichen authentischen Erfahrungen eine ganz wichtige und grundlegende Rolle spielen. Also die Welt sozusagen zu erriechen und zu ertasten mit allen Sinnen ist eine ganz wichtige Sache für diese Entwicklungsphase, die auch auf jeden Fall den größten Teil einnehmen sollte.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, die hochgradig mediatisiert ist. Und Kinder beobachten uns Erwachsene und die Welt um sich herum und sehen natürlich, dass wir Erwachsene auch mit diesen Medien unterwegs sind, dass wir Erwachsene Computerspiele spielen, dass es ganz viele Angebote auch für Kinder gibt und werden natürlich relativ zeitig auch aufmerksam drauf und haben ein großes Interesse. Deswegen sagen wir, die ersten Schritte, die Kinder gehen in puncto Computerspiele, sollten sie auf jeden Fall behutsam gehen und begleitet gehen. Es ist ganz wichtig, dass Kinder insbesondere in den ersten Jahren nicht allein mit diesen medialen Erfahrungen umgehen müssen. Ein ganz wichtiger Punkt außerdem ist noch, dass man, wenn man anfängt, Kinder in die mediale Welt loszulassen, das nicht nur gemeinsam zu machen, sondern auch in einem klaren Kanon von Regeln, vor allem in puncto Inhalte und Zeiten. Da komme ich dann nochmal dazu. Der zweite Punkt ist auch ein guter Punkt, der für Eltern eigentlich auch immer recht klar ist, nämlich die Alterseinstufung. Wenn Eltern uns fragen, welche Spiele sind denn für wen in Ordnung, dann kann man auf jeden Fall als erstes mal sagen, das ist die Alterseinstufung der USK. Gibt. Also die kümmern sich um die Computerspiele und die Alterseinordnung. Das ist auf jeden Fall eine schöne Orientierung auf den ersten Blick. Tatsächlich ist es natürlich so, dass diese Alterseinstufungen gewährleisten, dass Kinder nicht mit entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten in Kontakt kommen. Das sind aber keine Einschätzungen im Sinne von pädagogisch wertvoll. So dass ein zweiter Schritt, wenn Sie da noch sicher gehen wollen, wäre, sich an solche pädagogischen Spieleportale zu richten und zu schauen, was gibt es denn für Empfehlungen. Da haben wir zum Schluss von den Präsentationsfolien dann nochmal einen Link zusammengetragen, wo Sie da auch nochmal nachschauen können, wo Computerspiele pädagogisch nochmal beurteilt sind. Genau, die Online-Spiele sind nochmal eine besondere Herausforderung, weil die von der USK nicht beurteilt werden und weil es da nochmal auch nochmal ein paar andere Kriterien gibt, die wichtig sind. Auf die gehe ich dann auch nochmal in einer gesonderten Folie ein. Genau, dann können wir mal weiterkommen. Das habe ich gerade schon gesagt, also ein ganz schöner Punkt eigentlich aus mehreren Perspektiven gedacht ist dieser Punkt 3, gemeinsam spielen. Also wir empfehlen immer Eltern, sich die Zeit zu nehmen und sich mit dem Kind mal hinzusetzen und zu sagen, jetzt zeig doch mal, wenn ihr dieses Spiel alle spielt, dann zeig mir doch mal, was dich daran begeistert und sich gemeinsam sozusagen mal in diese Spielewelt aufzumachen, weil man zum einen ein Gefühl für dieses Spiel bekommt und dann auch sicherer entscheiden kann, ob das vielleicht fürs eigene Kind schon geeignet ist oder doch noch nicht aus bestimmten Gründen. Und man kann sozusagen auch gute Anknüpfungspunkte finden, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen über Inhalte, die sie vielleicht interessieren oder die sie auch kritisch sehen. Also es ist immer gut, ein Interesse dafür zu zeigen und ein Stück weit eben diesen Weg auch mitzugehen, auch bei älteren Kindern. Dann eine Frage, die uns bei allen Medien begegnet, bei den Computerspielen nochmal insbesondere ein ganz großes in Ordnung. Da haben wir so ein paar Faustregeln aufgestellt, wobei wir natürlich immer sagen, dass man das individuell anpassen muss. Jedes Kind ist unterschiedlich. Manche sind schon nach einer halben Stunde ganz, ganz unruhig. Andere können schon besser damit umgehen. Es ist auch so, dass wir sagen, wenn Kinder für die Schule zum Beispiel vorm Computer sitzen müssen, recherchieren müssen, dann zählt diese Zeit nicht mit rein. Wenn Kinder krank sind, dann spielen sie vielleicht auch mal ein bisschen länger, weil sie ansonsten nicht rausgehen können. Also das sind alles natürlich so individuelle Anpassungen, aber generell kann man sagen, bis 5 Jahre eine halbe Stunde Bildschirmzeit am Tag, bis 9 Jahre eine Stunde Bildschirmzeit und dann ab 10 Jahren empfiehlt es sich eher mit so einem Wochenkontingent zu hantieren, weil diese eher starren Regeln dann sowieso nicht mehr für die älteren Kinder funktionieren. Und dann sollte aber so ein Wochenkontingent natürlich auch so eine Obergrenze nicht überschreiten. Genau. Ein riesengroßes Thema, da könnte man den ganzen Elternabend extra dazu machen, ist das Thema Sicherheit, Sicherheitseinstellung und Datenschutz. Ich will jetzt für die einzelnen Trägermedien gar nicht individuell drauf eingehen. Was man aber generell sagen kann, ist, sowohl für den Computer als auch für die Konsolen und die mobilen Geräte gibt es einmal an den Geräten und dann aber auch nochmal in den jeweiligen Softwares, auch in den Spielen, Möglichkeiten, diese Spiele sicherer zu machen, bestimmte Vorsperren vorzunehmen. Man kann beispielsweise auch die Fritzbox benutzen, um Kinderprofile einzurichten. Also es gibt technisch eine Menge Möglichkeiten, wenn man sich da mal Zeit nimmt, einen bestimmten eingegrenzten Rahmen für die Kinder zu setzen, in dem sie sich sicherer bewegen können.
Wir haben bei Schauhin auf den einzelnen Seiten da auch nochmal einzelne Bildstrecken zusammengetragen und es gibt da eine ganze Menge an Hilfestellungen. Da gibt es nochmal die Links dann auf der letzten Folie auch dazu. Man muss natürlich bei diesen ganzen technischen Sachen auch sagen, dass das eine gute Sache ist, vor allem für die jüngeren Kinder. Je älter Kinder werden, umso weniger funktionieren eigentlich so eine technischen Einschränkungen, umso mehr sollten sozusagen Aushandlungsprozesse und Gespräche und Vereinbarungen dann mehr Raum einnehmen. Genau, und dasselbe gilt eigentlich für das Thema Datenschutz. Also ganz wichtig, sich immer anzugucken, welche Zugriffsberechtigungen verlangen Spiele-Apps zum Beispiel. Also da haben wir ja auch eben schon von meinem Vorredner gehört, kostenfreie Spiele, da bezahlt man meistens dann mit seinen eigenen Daten als die Währung. Dann ist für Kinder auch immer eine ganz wichtige Sache, soll man sich in dem Spiel registrieren? Welche persönlichen Daten soll man dort angeben? Das jeweils zu checken, empfehlen wir auf jeden Fall, das ist ganz wichtig durchzugehen. Auch die Verknüpfung mit Social-Media-Plattformen haben wir eben schon gehört, gibt es in ganz vielen Spielen, im Prinzip positiv gedacht, auch von den Kindern immer mit Begeisterung aufgenommen, zu zeigen, ich bin so weit gekommen in dem Spiel, ich bin an sich ein toller Spieler und das zu teilen in der Community. Aber eben hier ist auch immer die Frage, mit welchen Social-Media-Plattformen sich das Spiel dann verbindet und was da wiederum die Frage von Datenschutz und Privatsphäre ist. Deswegen immer der Appell an Sie als Eltern, diese Schritte gemeinsam zu gehen und Ihre Kinder dazu begleiten. Genau, dann haben wir auch eben schon gehört, das Thema Finanzen und Geld, Werbung und Kostenfallen, also das Thema In-App-Käufe auch. Man kann eigentlich sagen, dass vor allem die Spiele-Apps, also so kostenfreie Spiele-Varianten, die man sich runterladen kann, relativ einfach, auch man am Anfang mal relativ zügig spielen kann, aber dann eben auch nach einer gewissen Zeit immer mehr Werbung zu sehen ist und man sozusagen wenig Spielfortschritt erzielen kann, wenn man nicht Dinge kauft. Und da ist es tatsächlich so, dass es bei den jüngeren Kindern wichtig ist, eher sich nicht für solche Spiele zu entscheiden, die viel mit Werbung und mit solchen In-App-Käufen agieren, weil das ganz oft schwierig ist zu durchschauen, ob man jetzt hier eigentlich mit Spielgeld bezahlt, ob jetzt hier echte Euros verlangt werden. Eine andere Möglichkeit ist auch, dann sozusagen da auch nochmal einen technischen Riegel vorzuschieben, indem man den Play Store oder das Einkaufen können jeweils mit einem Passwort vorsichert. Genau. Der achte Punkt zielt nochmal so ein bisschen auf die Überforderung ab. Das, was die USK-Alterseinstufungen ja auch versuchen, ein bisschen zu vermeiden, nämlich dass Kinder von bestimmten, einmal von den Inhalten der Spiele, aber auch von dem Agieren insgesamt im Spiel, von dem Adrenalin sozusagen und von dem Kick überfordert sind. Also wenn sich bei Ihrem Kind sowas wie eine Ängstlichkeit oder Unruhe und auch Schlafstörungen einstellen, sozialer Druck auch ersichtlich wird, also das heißt, das Kind will das Spiel spielen, weil es alle spielen, kommt aber damit eigentlich noch nicht zurecht, dann empfehlen wir da auch nochmal genauer darauf hinzuschauen, mit Ihrem Kind ins Gespräch zu gehen und zu gucken, ob es nicht vielleicht Spielealternativen gibt, die erstmal besser geeignet sind. Genau, und die letzten beiden Punkte, Online-Rollenspiele nochmal, da habe ich gesagt, da wollte ich nochmal extra was dazu sagen, die nämlich das sozusagen verbinden, was wir vorhin bei diesem Dreieck auch gesehen haben. Zum einen ist es für Kinder schwierig, diese Bindung an das Spiel zu durchschauen und zu reflektieren, die da stattfindet. Also einfach, weil man in dieses Spiel einsteigt, in die Spielewelt, seine Avatare trainieren kann und einfach wirklich auch zeitlich dranbleiben muss, entsteht eine hohe Bindung an das Spiel und natürlich auch eine große Identifikation mit der Rolle. Und da ist es natürlich wichtig, als Eltern zu gucken, inwieweit das ausufert, zeitlich und auch im Bereich der sozialen Verpflichtung, die Kinder eben sonst noch haben. Also so eines dieser Kriterien, die wir vorhin gesehen haben, die dann auf so ein ungesundes Verhalten hinweisen können. Und der dritte Punkt, Chats und Kommunikation, also das ist ein Punkt, der Kinder begeistert, natürlich, dass man in einem Spiel sich mit anderen austauschen kann und nicht alleine vor seinem Spiel, vor seinem Bildschirm sitzt, aber eben, dass in diesen Chats nicht nur Leute unterwegs sind, die immer gute Absichten haben, dass es auch durchaus Fälle gibt, wo Kinder von Erwachsenen angesprochen werden, die keine guten Absichten haben und da ist es ganz wichtig, als Eltern vorher zum einen Regeln zu vereinbaren, dass die Kinder eben keine privaten Daten preisgeben, dass sie keine Telefonnummern
preisgeben oder nicht deutlich wird, wo der Wohnort ist. Und dass Kinder, wenn ihnen sozusagen, also sprichwörtlich irgendwas komisch vorkommt, sich an ihre Eltern wenden und dass man dann zusammen gucken kann, was da in dem Chat abläuft. Und der letzte Punkt, der zielt nochmal so generell auf Erziehung oder Medienerziehung ab und den Punkt, den man sich als Eltern natürlich zunutze machen kann, wenn man weiß, dass mein Kind ganz besonders gern unbedingt dieses eine Computerspiel spielen möchte und dafür bereit ist, auch öfters mal Hausarbeiten zu erledigen zum Beispiel, dann ist das sehr verlockend, um immer wieder dieses Spiel zu benutzen, um sozusagen durchzupressen, dass die Hausaufgaben gemacht werden, dass man das Zimmer aufräumt und dass das alles, was im Alltag funktionieren soll, dann mit diesem Spiel verbunden ist. Das führt natürlich dazu, dass man den Stellenwert von diesem Spiel im Alltag immer noch ein Stückchen höher hebt und es wäre besser sozusagen mit diesem Spiel oder mit Computerspielen generell sachbezogen umzugehen. Also dass man natürlich sagen kann, jetzt hat es dreimal nicht geklappt, dann gibt es auch mal ein Spieleverbot, aber nicht generell solche Begeisterung für Medien als Erziehungsinstrument zu benutzen. Diese klaren Regeln und Routinen, das ist was wir auch bei den Elternfragen immer merken, ist ganz, ganz schwierig bei Computerspielen, also dass die Kinder einfach schaffen, im Spiel abzuschalten. Das führt bei vielen Eltern und Familien also tagtäglich zu Konflikten, weil die Kinder nicht ausschalten wollen und die Eltern dann irgendwann mit den Nerven am Ende sind, wie sie das jetzt noch durchkriegen sollen. Was wir immer empfehlen, was da ganz gut funktioniert, ist das Ganze sozusagen von den persönlichen Diskussionen wegzunehmen und so einen kleinen Vertrag miteinander zu machen. Da gibt es ein schönes Tool, das heißt Mediennutzungsvertrag. Die Website zu diesem Vertrag heißt auch genauso. Und da kann man tatsächlich als Familie, als Familienrat sich mal an den Tisch zusammensetzen und verbindlich festhalten, was denn die Regeln in der Familie sein sollen. Das dann ausdrucken und an den Kühlschrank hängen und dann kann man immer sagen, hier Leute, da hängt es und wir wollten uns alle dran halten. Das Schöne ist auch für die Kinder, dass diese Verbindlichkeit auch für die Eltern gilt, also dass Kinder diese Regeln mehr mittragen, wenn die Eltern sich auch mal dran halten müssen. Also unsere Erfahrung zeigt, dass dieser Mediennutzungsvertrag eine ganz gute Sache ist. Auch kein Allheilmittel, aber vielleicht eine Möglichkeit, von diesen immer wiederkehrenden gleichen Diskussionen wegzukommen. Genau, und als letzte Folie noch die Links, da würde ich mal was zu den beiden letzten sagen und Herr Nienke sticht dann vielleicht nochmal zu den beiden ersten, also die letzten beiden Verlinkungen beziehen sich tatsächlich auf Schauhin. Da gibt es jeweils mal ausführliche Webseiten nochmal zusammengefasst, was in puncto Computerspiele für Eltern wichtig ist. Und diese Seiten führen dann auch jeweils nochmal zu solchen Fragen, wie kann ich eine Konsole sicher einrichten, was gibt es für Möglichkeiten, das technisch sicher zu machen, was ist in puncto Online-Spiele zu beachten und diese ganzen Sachen, die ich jetzt angerissen habe, nochmal ein bisschen ausführlicher dargestellt. Genau, den ersten beiden Links können Sie ja vielleicht nochmal besser was sagen als ich. Ja. Ja, wobei ich glaube, sie sind in dem Rahmen gar nicht so relevant. Also das erste ist Lost in Space. Das ist unsere Beratungsstelle vom Caritasverband Berlin für Computer- und internetsüchtige Menschen und deren Angehörige. Also da kann man jederzeit im Raum Berlin Hilfe finden. Digital voll normal. Ich sage mal, das ist der Satellit, der um die Beratungsstelle rumfliegt. Ich bin mit einer Kollegin zusammen, der Zuständige für die Präventionsarbeit an Schulen. Das heißt, wir gehen an Schulen, machen Workshops, Projekttage mit Kindern, aber auch Elternabende, Lehrerfortbildungen, Erzieherfortbildungen, all das, was die Lebenswelt von Jugendlichen betrifft und was mit Medien zu tun hat. Das ist unsere Arbeit. Also wer sich dafür interessiert, kann mich gerne anschreiben. Die Adressen werden wir nachher noch eingeblendet. Ne? Genau. Ich würde aber gleich was ergänzen, wenn ich darf. Gerne. Ich habe nochmal fleißig geliebt, als Frau Flöhr gesprochen hat, gehe da auch mit allem mit. Ich würde vielleicht eine Sache noch ergänzen, weil die Frage ja immer auch oft da ist, ab wann ist denn mein Kind geeignet oder ab welchem Alter darf denn mein Kind ein Smartphone haben? Das ist ja mal so eine sehr interessante Frage, auch sehr berechtigt. Natürlich, weil der Wunsch irgendwann aufkommt, aber ich sage immer, das ist eigentlich die falsche Fragestellung. Die richtige Fragestellung ist nicht, ab wann ist mein Kind geeignet, sondern wenn ich meinem Kind ein Smartphone gebe, bin ich denn als Eltern bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen? Und das ist genau das, was Frau Schulz gerade so schön vorgelesen, berichtet hat. Um all das muss ich mich kümmern. Das heißt, ich muss auch
gucken, wo kriege ich die Kraft her, das durchzuhalten. Kann ich das überhaupt? Ja? Sind wir uns in der Familie auch alle einig, was die Regeln betrifft? Oder sieht der eine das so und der andere das so? Das ist kein gutes Signal. Ist das Internet, kriege ich das einigermaßen sicher? Ich kriege es niemals zu 100% sicher, darüber muss ich mir im Klaren sein. Aber ich kriege es einigermaßen so, dass ich mir nicht die ganze Zeit so aufmachen muss. Das wäre nochmal so eine Ergänzung, die mir so gerade durch den Kopf gegangen ist. Da schließe ich mich nochmal mit einer kleinen Ergänzung aus Sicht von Xiaohin an. Also finde ich sehr gut, dass Sie sagen, eigentlich, wenn man ein Smartphone kauft, weil das Kind kauft nicht das Smartphone. Smartphone kaufen immer die Erwachsenen. Ja? Also da sollten sich die Erwachsenen überlegen. Und es gibt aus unserer Sicht nochmal eine sehr einfache Faustregel, eben nicht mit dem Smartphone zu beginnen, sondern dann, wenn ein Kind mit einem einfachen Handy umgehen kann und gleichzeitig in sicheren Surfräumen bei seiner ersten Erfahrung mit dem Internet gesammelt hat. Wenn diese beiden Punkte da sind, dann kann man sich überlegen, ob das Kind, das ist dann natürlich individuell auch reif und auch bereit, auch die Familie für ein Smartphone ist. Es gibt hier auch einige Fragen, und da wir jetzt in die offene Fragerunde starten, würde ich gerne Frau Schütz noch mal Sie fragen, weil hier war die Frage, Sie haben Medienzeiten auch schon als grobe Orientierung Medienzeiten. Wie ist Xiaohin auf diese empfohlenen Medienzeiten gekommen? Also diese Medienzeiten sind natürlich, das habe ich schon gesagt, Faustregeln, die nicht starr einzuhalten sind und nicht für jedes Kind gleich gelten. Aber man weiß vor allem aus der Entwicklungspsychologie beziehungsweise aus der medienpädagogischen Forschung auch, wie lange Kinder sozusagen so Bildschirminformationen gut verarbeiten können, ohne dass sie das überfordert, ohne dass sie unruhig werden, dass sich tatsächlich so physische und psychische Auswirkungen zeigen. Und entlang dieser Forschung, natürlich haben sich die Fähigkeiten von Kindern auch verändert, also vor 50 oder 60 Jahren sind Kinder sicherlich auch noch mal ein bisschen anders umgegangen damit als jetzt. Aber das sind so generelle entwicklungsspezifische Erkenntnisse, orientiert an den Entwicklungsphasen von Kindern und an deren kognitiven Fähigkeiten. Und natürlich, ist uns allen klar, dass das nicht einzuhalten ist, dass ein Kind jeden Tag nur eine halbe Stunde Bildschirmzeit immer einhält und dass man genau nach dieser halben Stunde abschaltet. Ich finde es aber ganz gut für Eltern, das sozusagen als eine Orientierung im Kopf zu haben. Man kann das auch gut beobachten, wenn man diese Zeiten tatsächlich weit überschreitet. Ich finde, man kann das immer gut beobachten, es sind jetzt nicht Computerspiele, aber man kann es gut auch beobachten im Kino, weil die Kinofilme für Kinder auch viel zu lang sind, plus der Werbespot, der Werbeblock, der davor gezeigt wird, dass die Kinder ganz unruhig werden, anfangen auf den Stühlen rumzukriechen und gar nicht mehr sich darauf fokussieren können. Also das ist eigentlich eine deutliche Überforderung zeitlich schon betrachtet, abgesehen von den Inhalten. Die war jetzt gerade, kam jetzt ganz aktuell die Frage, gibt es dazu eine Studie, wo man das nochmal auch jenseits dieses digitalen Elternabends nachlesen kann oder noch ein bisschen sich intensiver mit dieser Frage, das ist ja immer wieder neben den Inhalten eine große Frage, mit den Medienzeiten sich nochmal beschäftigen? Also für die Xiaohin-Seiten kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, dass man über, also was bei Xiaohin zu finden ist, sind ja die Kim-Studie und die Jim-Studie. Da haben wir am Anfang auch die Grafiken gesehen. Und da sieht man ja auch, was so die gängigen Nutzungszeiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland sind. Studien, die aus so einer entwicklungspsychologischen Perspektive das beleuchten, die habe ich im Kopf, aber da wüsste ich jetzt nicht, ob die auf den Xiaohin-Seiten abgebildet sind. Das kann man aber gerne, also wenn Sie sich nochmal melden, da haben wir es ja schon. Hätte ich das nochmal nachgeliefert? Kann ich das jetzt auch hier anklicken? Ja, also ich würde dazu auch nochmal sagen, ich würde das wirklich immer als Empfehlung verstehen, wie Sie schon gesagt haben, weil eine Stunde ist nicht bei jedem Kind eine Stunde. Das ist bei jedem Kind unterschiedlich, da sind die Bedürfnisse ganz unterschiedlich, Kinder reagieren ganz unterschiedlich auf Medien. Deswegen, wenn Medien nutzen in der Familie, beobachten Sie Ihr Kind und schauen genau hin.
wie reagiert es? Und dann werden Sie schon feststellen, wann etwas viel ist und wann es, also dass 6 Stunden am Tag natürlich zu viel sind, ist vollkommen klar. Aber das als wirklich als Empfehlung zu sehen und nicht als Checkliste und dann den Zeiger beim Ticken zuzugucken. Das wird leider auch nicht funktionieren. Wir versuchen da ja auch immer, also das ist mir auch immer ein großes Anliegen, Eltern dazu ermutigen, sich auch wieder mehr zu trauen und selber sich kompetenter zu fühlen. Also verglichen beispielsweise mit Ernährung oder mit Verkehrserziehung wissen Eltern auch ganz genau, was richtig ist und was sie wollen und dass man natürlich auch einmal im Monat in ein Fastfood-Restaurant gehen kann, dass Burger auf jeden Fall total ungesund sind, dass das aber irgendwie auch mal okay ist. Und genau dasselbe ist es eigentlich auch in puncto Mediennutzung. Ich versuche Eltern da eigentlich auch immer wieder zu bestärken, auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil eigentlich kennen die ihre Kinder am besten und wir als Experten können das so individuell gar nicht einschätzen. Und auch Medienerziehung wird immer so als was extra gesehen, was von ihnen draufkommt, wenn ich abends nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme, aber das ist es leider nicht, sondern das ist Teil des Gesamtpakets Erziehung, das man irgendwann mal gebucht hat und gehört dazu. Also das muss von Anfang an dabei sein, genauso wie die Verkehrserziehung und die Ernährung eben auch. Man bringt halt ja auch Fahrradfahren. Also damit sind einfach so ein paar Punkte oder man sieht halt wirklich im Verkehr und da passt das auch zu. Ich habe jetzt hier nochmal eine ganz interessante Frage, weil Wirklichkeit ist ja dann auch doch wirklich auch komplex, nämlich hier kommt die Frage, was ist, mache ich eigentlich, wenn mein Kind einerseits sich sehr für ein PC-Spiel interessiert, aber auf der anderen Seite auch sehr viel liest in den Büchern ist. Also sozusagen einmal sozusagen das Spiel auf der anderen Seite und sich ganz analog mit Büchern beschäftigt. Frage ich Sie ja nicht. Was würden Sie in so einem Fall raten? Also es ist immer eine Frage der Balance. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, was gar keine Computerspiele spielt, aber was andere Sachen vernachlässigt, weil es nur noch liest und aus den Büchern nicht mehr rauszukriegen ist, dann ist das auch wieder ein Zeichen dafür, dass das Kind in den Büchern versucht, dass es vielleicht im realen Leben nicht findet. Und deswegen ist, ja, kann ich das nicht so genau sagen. Ich sage mal, ein ausgeglichenes Freizeitverhalten ist eines der wichtigsten Schutzfaktoren auch für eine mögliche Suchtentwicklung. Weil ich lerne über lange Zeit hinweg bei Computerspielen und auch bei Suchtentwicklung, lerne ich, dass ich eben nur noch Spaß haben kann, nur noch Erfolgserlebnisse haben kann über ein bestimmtes Medium und gar nichts anderes mehr habe. Und da sind wir als Erwachsene die Wegbereiter der Kinder, um das eben sicherzustellen. Im Übrigen auch, und das kommt immer viel zu kurz, mit der eigenen Vorbildfunktion. Also sich immer wieder hinzusetzen und mal selber zu schauen, wie viel bin ich denn eigentlich im Internet, muss ich unbedingt diese E-Mails abends noch beantworten. Und durchaus auch, wie Frau Schulz auch schon gesagt hat, dass auch Medienregeln für Eltern auch gelten können. Das heißt, einen medienfreien Tag in der Woche mal einzurichten, wo wirklich alle die Smartphones beiseite packen oder zum Beispiel einen Handyparkplatz für gemeinsame Essenszeiten etc. Also da kann man durchaus kreativ werden. Wichtig ist, dass es etwas gibt. Ja. Sie haben sozusagen das Stichwort gesagt, sozusagen ein Handy oder ein Smartphone freien Tag. Wir haben trotzdem über Medienzeiten gesprochen, wir haben darüber gesprochen auch, dass es wichtig ist, dass Eltern auch gewisse Regeln aufstellen, dass sie auch Vorbild sind. Aber klar, die Frage ist, wie kann ich das eigentlich mit meinem Kind besprechen? Es hat das Smartphone, es bewegt sich tagsüber außerhalb des Smartphones. Wir haben vielleicht etwas vereinbart. Die kann ich ohne mein Kind zu misstrauen, aber natürlich ist die Versuchung auch da, das Smartphone über Zeiten, die man miteinander vereinbart hat. Würde ich gerne Sie beide fragen, fangen wir vielleicht mit Ihnen an. Ja, also für mich ist das immer eine Frage von Kommunikation. Also wie nah bin ich meinem Kind? Ich sage mal, keine Regel hat irgendeinen Sinn, ohne dass ich die gesprochen habe und wenigstens auch mal angedeutet habe, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Also warum gibt es diese Regeln? Das mit dem Kind durchaus zu besprechen auch. Ob es versteht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sie haben erstmal ein Signal gesetzt. Und dann kann man Regeln auch vielfältig aufstellen. Dass das eine Gratwanderung bleiben wird, ist klar. Also
Ich will mein Kind ja auch nicht 24 Stunden lang dauerüberwachen, was im Übrigen geht mit dem Smartphone. Ja? Aber das macht das Vertrauensverhältnis kaputt. Das bringt uns keine Punkte dauerhaft. Frau Schulze, nicken. Gibt es noch eine Ergänzung? Ja, also ich finde zum einen sehr gut dieses Besprechen und transparent machen von Dingen, die man als Eltern so vorhat in puncto Medienerziehung. Das ist ja auch eigentlich symbolisch für das, was wir von Erziehungsverständnissen unserer Gesellschaft haben, ne? Dass wir viel mit unseren Kindern aushandeln und viel erklären. Das führt aber manchmal auch dazu, dass man sich vor seinen Kindern anfängt zu rechtfertigen und zu viel erklärt. Deswegen sage ich sozusagen, also transparent, da bin ich total dafür, das deutlich zu machen, warum das jetzt wichtig ist und dass man die Kinder nicht ärgern will, sondern dass es im Prinzip was ist, was sie ja beschützt. Dass man aber auch konsequent bleiben muss und dass man auch nicht immer alles erklären kann und dass man auch mal sagen kann, dass das jetzt so ist und auch so bleibt. Und ich glaube, das fällt heute Eltern noch viel schwerer als dieses Erklären und transparent machen. Weil man dann irgendwann auch anfängt, sich zu rechtfertigen als Eltern und die Kinder dann sich immer mehr auf Augenhöhe fühlen. Also das kann man oft beobachten, finde ich, dass das dann so ein, naja, so eine immer wiederkehrende Diskussionsschleifen sind, was für Eltern sehr zermürbend auch ist. Ja, das ist die Aufgabe, das ist der Erziehungsauftrag da. Und ich glaube, da hängt viel von der Balance zwischen Haltung und Regeln. Dafür sind Eltern und Erwachsene auch da und dafür versuchen Kinder Grenzen auszuloten. Aber gleichzeitig, und da kennt, glaube ich, jeder Vater, jede Mutter ihr Kind am besten, wo gebe ich natürlich auch nach, weil nur Regeln aufzustellen, Sie haben es nochmal sehr gut gesagt, man muss über Dinge auch sprechen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Erwachsene auch sagen, warum sie das machen. Also niemand macht das, um sein Kind irgendwie den Spaß zu verderben, sondern im Rahmen, dass es einem Kind eigentlich. Ja. Also ich sage immer, gerade bei Jugendlichen, es ist eine Haltungsfrage, ob ich etwas verbiete oder ich sage, ich mache das jetzt, damit du auch in 10 Jahren noch entspannt zocken kannst, um das mal ganz klar zu sagen. Aber darum geht es ja letzten Endes, dass unsere Kinder gesund aufwachsen und später kompetent mit ihnen umgehen können. Es geht nicht darum, irgendwas grundsätzlich zu verbieten. Was nicht heißt, dass ich es trotzdem blöd finden kann. Also, ich finde auch nicht alle Spiele toll. Ich sehe gerade noch eine Frage. Sie hatten das vorhin gesagt. Sind MMOR, sind sie noch aktuell? Für viele ja, für Jugendliche nicht mehr so, weil ein Spiel wie WoW, also World of Warcraft, ist für viele einfach die Schwelle viel zu hoch. Das schaffen die Spiele mittlerweile viel schneller, um meinen aktuellen Titel zu nennen, Fortnite. Das kann ich unterwegs spielen, das kann ich mal in einer Viertelstunde spielen. Dann muss ich nicht groß mich anmelden, ich muss vielleicht auch nicht groß meinen Charakter aufbauen. Das geht viel schneller. Und das sind natürlich Sachen, die Kinder viel mehr interessieren. Ja, es ist ein sehr, sehr großes, unübersichtliches WoW. Aber ich will es nicht ausschließen. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Retro-Spieler, die das dann wieder spielen oder so. Ich würde vielleicht jetzt nochmal zu dem Punkt kommen, wenn nicht alle Fragen, Sie haben sicherlich noch Fragen, Sie können sowohl uns unter info@schauen.info schreiben, als auch Ihnen unter digitalvornormal@caritas-berlin.de. Wir werden versuchen, diese Fragen schnell und gut zu beantworten. Und deshalb würde ich mich jetzt gerne nochmal bei Ihnen bedanken, bedanken für Ihre Fragen, bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Gruß, Frau Schulz, noch an Sie. Und damit würden wir uns jetzt von hier aus verabschieden. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sie sowohl an uns als auch an Niggestich bei der Caritas schicken. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend. Wie gesagt, diese Präsentation mit den Vorschlägen, mit den Einschätzungen und auch mit den Adressen steht jetzt zum Download bereit. Und in etwa einer Woche wird man auf dem YouTube-Kanal auch einen Zusammenschnitt dieses Videos. Damit verabschiede ich mich. Allen einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.